diesem kurzen Video erzählen wir die Geschichte von unserer allerersten Küche aus Thermobuche, die seit einigen Monaten bei Anne und Christoph eingebaut ist und die ihnen jeden Tag richtig Freude macht. Aber auch wenn diese Küche so aussieht, wie wenn sie genau für diesen Raum gerade erst gemacht wurde, wollen wir an ihr zeigen, was die Massivholzküchen der Möbelmacher so einzigartig, aber vor allem so langlebig und flexibel macht. Es ist das Massivholz aus der Erzdrucker Alb, das wir vor vielen Jahren zu einem großen Backofen brachten, der groß genug ist, um unsere Buchenstapel in 3 Tagen bei rund 170 Grad so zu behandeln, dass aus einem Karamellisierungseffekt die dunkle braune Farbe im ganzen Holz, also nicht nur an der Oberfläche, entsteht. Der Chef unseres Küchenteams, Helmut Neugebauer, kam auf die Idee, die Küche nach einem Lied der Rolling Stones Brown Sugar zu nennen, und schon damals scherzten wir, dass sie wohl ein Musiker bekommen wird. Deshalb läuft im Hintergrund das Lied TikTok von Rose and Crown, dem genialen Trio, das auch schon bei unseren Werkstatttagen aufgetreten ist, in dem Just, jener Kunde Christoph, Schlagzeug spielt. Jedenfalls war die Küche rechtzeitig zu unserem 20-jährigen Jubiläum fertig und es war unser Ziel, dieses damals ganz neue Thermoholz auf Praxistauglichkeit zusammen mit unserer pflegeleichten Öloberfläche zu testen. An 3 Tagen hatten wir über 1000 Gäste und die Küche war rund um die Uhr im Einsatz und so konnten wir auch ruhigen Gewissens die bereits von Kunden in Auftrag gegebenen Thermobuchenküchen verwirklichen. Bald drehten wir das erste Kochvideo zur blauen Forelle im Dampfgarer. Und damals war Diana Brückel noch nicht so bekannt wie heute und wir hielten einen ersten Zwiebelschneidkurs in der braunen Sugar ab. In unserer Frankenschauküche hatte sie im Jahr 2003 auf der Biomesse Grüne Lust die erste Kochshow ihres Lebens und heuer feiert sie im Wirtshaus schon 10-jähriges Jubiläum. Der nächste große Auftritt war dann auf der Hersbrucker Gewerbeschau, als das Body Painting in beeindruckender Qualität auch in Hersbruck ankam. Gleichzeitig hatten wir die Miniköche zu Gast und eine eingeheiratete Schwäbin, die fränkischen Knödelfreaks das Spätzle-Schaben beibrachte. Zumindest hat sie es missionarisch versucht. Wir beide kommen zusammen jeden Tag, einmal um 11 Uhr, einmal um 15 Uhr. Der Konsumenta boten wir zusammen mit Stefan Rottner gestressten Besuchern 2 Kochshows pro Tag und boten zusammen mit seinem Team eine Anlaufstelle mit köstlichem Essen und feinem Wein. Es ging uns von Anfang an nicht nur um das Verkaufen von schönen Küchen, sondern auch um die Tipps, wie man dieselben am besten benutzt und welche Geräte dabei hilfreich sein könnten. Mit Diana Brückel entstanden so einige Kochsendungen, in der sie ihre ganz persönliche Art des Kochens erklärt, alles zu hören unter kocheinrichtung.de. Speziell für unsere Kunden zeigen wir zusätzlich noch die einfachsten Gerichte von der Tomatennudel bis zu Artischocken aus den Dampfgarern oder dem Rollei unter einfach kochen. Tja, und dann kamen Anne und Christoph. Zufällig konnte man mit geschickter Planung die Brown Sugar für deren Küche passend machen. Wir haben ein paar neue Türen gebaut, die Kochinsel angepasst, einige Beschläge ausgetauscht und alles so nachgepflegt, dass man die Küche für neu halten kann. In der Zwischenzeit haben wir natürlich wieder eine neue Showküche in unserer Ausstellung, die wir auch bald wieder günstig hergeben, wenn sie bei jemand reinpasst. Also abonnieren Sie unseren Newsletter, besuchen Sie uns am Tag des Schreiners am 5. November zum Kochworkshop oder wann immer Sie Zeit haben. Bis bald! All I see is tick-tack, tack, tick-tack, tack. Tick-tack, tack, tick-tack, tack.